Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Tag Xenoblade Chronicle 2. Zwei und die guten Lukas. Und ja, wir sind hier immer noch im Ruhmirren. Ich hatte vor ursprünglich den zweiten Part von der Demo zu Dingskirchen auf dem Pokémon Mystery Dungeon. Das Problem ist aber, als ich die Aufnahme angefangen habe und ich dann aus dem Haus gegangen bin, stand da ja, Demo beendet. Ich glaube, ich habe eine Dialogbox geskippt, was schon irgendwie scheiße ist. Naja, muss Part 2 bis Release warten, ne? Bin aber halt echt hier komplett verwirrt. Also wartet mal. So sind wir reingegangen. Sind wir hier hin. Also ich muss mir das jetzt nochmal so durch den Kopf gehen lassen, wie wir hier durchgegangen sind. Da wusste ich doch, dass da irgend so was war mit dem scheiß Dungeon hier. Stimmt allein schon das hier, ne? Da muss man hier hoch. Was macht ihr zwei Deppen da unten? Hm? Gehen wir jetzt noch weiter nach oben. Ja, das sind wir hier. Das sind wir jetzt draußen. Okay. Aber das Ding ist halt, ich muss dort unten hin. Im letzten Part war das ein bisschen schwieriger, weil ich da halt sehr darauf konzentriert war, mit Lukas zu reden. Aber will ich jetzt natürlich nicht sagen, dass der Lukas mich dahingehend aufgehalten. Nebenbei die Taschen halt, bei Rex geht ja weiter, ne? Die Eltern, ja. Bei mir auch. Okay, nebenbei, wir können gerade eine Klingel resonieren, einfach weil ich Bock habe. Mit mir. Ja, okay, war Müll. Irgendwie müssen wir diese Brücke runterlassen, auf jeden Fall. Jetzt sind wir halt über dem Ort, in dem wir sein sollen. Ach warte, wir hätten die ganze Zeit hier reingemusst, oder? Nee, oder? Hier ging gerade Kristall zurück. Ja, als hätte ich es predicted. Ja, stimmt, in diesem Dungeon habe ich übelst viel Zeit verschwendet, einfach nur. Ist noch nicht mal mehr viel Zeit gebraucht, das war verschwendet. Den Schatz will ich mir aber schon holen. Wie auch immer ich mir den hole. Ja, mit den Physics auf jeden Fall nicht. Nein. Ich bin halt schon wieder hier, ne? Also nochmal hoch. Okay, es hat keinen Bock zu funktionieren. Dann halt keine Truhe. Das wird jetzt auch nicht so krass weltbewegend sein. Warte, da geht's halt noch nach oben. Ich weiß halt echt nicht, wo ich hier was übersehen habe. Und jetzt bin ich halt wieder hier. Ist ja jetzt auch nichts oder so. Nur um die eine Scheiße runterzulassen, brauche ich. Haben die irgendwas? Wollte eigentlich nur, dass das Loot hier bleibt, aber nein, natürlich nicht.
Ich nehme das hier so um 21:56 auch so, als hätte ich nichts anderes mit meinem Leben zu machen, als Xenoblade 2 aufnehmen. Ja. Ich weiß jetzt schon, dass dieser Part nicht hochgeladen wird, wenn ich den Weg nicht finde, weil sowas will ich euch nicht antun, Leute. Es war irgendwas mit dieser scheiß Brücke. Sag mir nicht nein. Als ob, nein. Einfach nur nein. Nein. Einfach nur nein, als ob das so... Dumm. Bin zehnmal hier dran vorbeigelaufen in den letzten Part. Ja, was sehen wir jetzt? Wir probieren das an. Das stimmt, daran erinnere ich mich noch an dieses Gespräch. Genau, halt, das stimmt. Weil das die Insekten ist. Ja, für Poppy Alpha ist das alles easy peasy. So einfach hätte es im letzten Part gehen können. Aber ich glaube, dann wären wir schon beim Boss gewesen. Ich glaube, den Boss hätten wir im Part nicht geschafft. Also ist vielleicht auch gut. Jetzt habe ich halt, kann ich halt den kühlen Kopf bewahren hier, ne? Ist alles easy peasy. So, jetzt können wir die Schrott-Konsole deaktivieren. Auch der Ausgang anscheinend. Okay, können wir jetzt raus. Außer es kommt noch ein Boss. Der glaube ich auch noch kommt. Ich glaube, das sollte jetzt niemanden überraschen. Not so fast, my dear.
Oh doch, das bist du. Würde ich jetzt eigentlich mit Pyro oder mit Delos kämpfen? Ich kämpfe mich mit beiden sehr gerne. Ich würde halt gerne Kosmos haben. Jetzt erstmal Katzi da rein. Schlag. Ja, nein, kann ich nicht bei ihm. Oh, eine Zusatztasche.